Alles klar, Leute, ich habe keine Ahnung, was hier. Okay. Ey, der teleportiert sich, das ist der Slenderman. Yo, die ganze Lobby explodiert. Oh mein Gott. Ja, Leute, was geht? Heute gibt es mal wieder eine weitere Episode von Nicht Lachen in GTA 5. Wenn du lachst, hast du verloren. Und ich mache natürlich heute wieder einmal mit Bestrafenden. Denn falls ich verliere, werde ich mal wieder, Leute, eine weitere 10 Euro PSN-Karte an euch als Community verlosen. Deswegen, was ihr dazu tun müsst, Leute, ganz einfach. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr mitmachen wollt. Und am wichtigsten, folgt mir auf meiner Instagram-Seite, Leute, auf IDZock. Ganz, ganz wichtig, Leute. Und schreibt mir in die Kommentare unter diesem Video, wie euer Instagram-Name ist. Und dann schicke ich euch die PSN-Karte auf jeden Fall zu, wenn ihr gewonnen habt. Im nächsten Video wird es die Auflösung geben, aber Freunde, dazu müssen wir erst einmal lachen. Deswegen, Leute, wir machen jetzt bei der Challenge mit. Macht auf jeden Fall auch mit. Lasst gerne ein Like da, Leute. Lasst uns 2000 Likes auf diese Folge knacken. Und ich würde sagen, Leute, viel Spaß mit dem Video. So, Red Arcade präsentiert, Leute. Natürlich ist der Link zu dem Video ebenfalls in der Beschreibung. Genau, Freunde. Das ist natürlich wieder eine weitere Episode Fails in GTA 5. Und wir müssen versuchen, nicht zu lachen. Nicht lachen. Ganz wichtig. Ist bis jetzt noch nichts Witziges. Das ist alles ganz okay. Gut, den Panzerkatapult-Glitch habe ich auch schon etwas öfter gesehen, aber ist ganz cool. Hm, okay, Motorrad, das ist ein Stunt. Es brennt. Jetzt brennt der Typ. Motorrad explodiert. Die ganze Stadt ist einfach in Flammen. Okay. Da bin ich ehrlich, das... Okay. Ey, ey, wir machen weiter. Ich habe gerade absolut nicht verstanden. Okay, ein Feuerwehrwagen, der versucht, einen Wasserfall hochzukommen. Warum auch immer. Ich... Das war ganz schön knapp, Kollege, ne? Ah, und der Baum. Aber immerhin, es ist alles gut, es ist alles gut. Er hat's geschafft. So, jetzt hier eine kleine Straßensperre. Vier Sterne und... Ja. Das war's dann. Das war's komplett. Leute, was ist mit den ganzen Personen hier los, ey? Okay. Das ist, glaube ich, Sumo-Modus. Und das ist der... Nein! Ich habe eigentlich auch gedacht, er hat ihn einfach rausgeworfen, aber nein. Okay. Aber Leute, immerhin. Immer noch nichts, wo ich lachen muss. Easy. Oh mein Gott. Was war das? Okay. So. Jo, oh, das sind diese Bremsdinger. Nein, da ist das Ziel! Ey! Er hat einfach ernsthaft verloren. Warum auch immer. Wasserkocher am Start. Oder hat's überstanden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ah ja. Alles klar, Leute. Ich habe keine Ahnung, was hier... Okay. Alles cool. Alles cool. Ich sag's noch. Alles cool, Leute. Hä? Yo! Ey, der teleportiert sich. Das ist der Slenderman. Das ist der Slenderman, Leute. Gerade hier in Aktion. Ja, Mann. Das mit dem Treten am Motorrad, das feiere ich am meisten. Das... Ey, genau das dachte ich mir auch so. Mit dieser russischen Musik, Leute. Habe ich auch mal in einem Video selber editiert mit so einer Musik. Damals noch, Leute. Vor 4 Jahren oder so, als das Biker DLC raus... Was? Wie hat er das Motorrad von ihm, also das BMX von ihm genommen? Okay, aber immerhin, ich habe immer noch nicht gelacht. Was ist da passiert? Und was wird jetzt passieren? Okay, er bremst. Er bremst, ich sehe schon kommen. Ich sehe schon kommen. Franklin wird irgendwas versuchen. Er versucht drüber zu springen. Und... Was? You tried. Hä? Leute, ich spiele seit 6 Jahren GTA und ich habe noch nie diesen Deathscreen gesehen, Leute. Wo you tried steht, da steht einfach nicht you died, sondern you tried. Ich habe es wirklich noch nie, Leute, bei einem Monster Sun, wenn man drauf geht, das habe ich noch nie diesen Deathscreen gesehen.
Alles klar. How to park your vehicle in GTA 5. Also, so sollst du dein Fahrzeug in GTA 5 parken. Genau, Leute. Nämlich unter dem Subway-Dach. Da muss man das auf jeden Fall packen. Parken ist günstiger Parkplatz, niemanden belästigt es und du wirst ein Motorrad nie wieder im Leben sehen können. Der Typ, ich weiß jetzt nicht, was er mit seinem Auto gemacht hat, aber es ist in der Barriere, was, ja, also, Leute, ich sag's, GTA ist ein realistisches Spiel, sehr realistisch. Jetzt frage ich mich, wo das Motorrad ist. Safe in der Luft. Safe in der Luft. Oder? Ja. Okay, er hat einen Backflip geschafft, Leute. Er feiert sich für den Backflip jetzt. Oh, und da sind Singleplayer, ne? Okay, weg. Fahr du. Fahr du zuerst. Fahr du zuerst. Hä? Schaut ihn euch an, der kommt gar nicht rein. Und jetzt ist er... Sein Motorrad ist weg. Der Typ hat sein Motorrad verloren. Beruhigen wir uns. Was? Freunde, man kennt's. Man fliegt mit dem Flugzeug und aus dem Nichts... Das spawnt eine Yacht. Einfach so. GTA 5 Logik. Das ist die GTA 5 Logik, die ich die ganze Zeit sage. Boah, Leute, das war spontan fast gelacht. Warte, weil ich weiß nicht, Leute, ob wir das Geld lassen. Ich weiß es nicht. Aber schaut euch den Sprung von dem Typen an. Das, wie elegant er auf dem Boot gelandet ist. Was? Boah, nicer Sound. Der Crash hat auch sich gut angehört. Stop the boat. Wahrscheinlich, ne? Das bewegt sich nicht mal. Okay. Also jetzt Action. Wir haben hier einen BMX-Fahrer, der versucht hier einen Wallride zu machen. Und was wird er für einen Stunt abschließen? Er wollte wahrscheinlich grinden und da wurde nichts draus. Du siehst aus, wirst du fallen, aber du fällst nicht. Dude, I wanna post this video right now. Okay, Leute, was geht jetzt ab in dem Spiel? Uiuiui, okay. Kriegt ihr den Jimmy noch? Ich wollte nur sagen... Das war schon mal nicht schlecht. Deswegen, Freunde, auch falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, jetzt schon mal, Leute, lasst kostenlos ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, Leute. Die Glocke ist Pflicht mittlerweile. Okay, er will... Der Taxifahrer hat mich absolut teleportiert zum Zug, ne? Das muss ich mal auch ausprobieren. Okay, Polizei kommt. Hä, das ist ein NPC. Yo, die ganze Lobby explodiert. Oh mein Gott. Alter, das ist der Grund, warum ich nicht mehr Online-Lobbys spiele. Wenn, dann nur noch Spielereinladung. Okay. Oh, Leute, ich sag's euch, warte, bevor wir uns den Clip angucken. Das ist hier der fünfte Mal oder so, wo wir uns diesen Heist, also den letzten finalen Banküberfall anschauen. Wir haben alles gesehen, was schief gehen kann. Was kann jetzt... Also Doppeldecker wurde mal hier ganz anders geschrieben. Hier wurde mal Doppeldecker ganz anders geschrieben. Okay, Nein, Kollege! So geht's auch. Eine Sekunde später macht er das gleiche. Hä, jetzt brennt er plötzlich. Alles klar, Leute. Ist ja heute Halloween oder ist der Ghost Rider hier? Es ist, Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, ist klar. Tag live, Leute. Ganz klar. Okay. Ein Fallschirmsprung. Ein ganz normaler Fallschirmsprung. Was kann schief gehen? Ich gucke auf die Minimap. Kommt hier ein Flugzeug? Kommt hier ein Hubschrauber? Gar nichts. Und er wird es wahrscheinlich
Er hat's geschafft. Wo ist der Fail? Wo ist der Fail? Das war kein Fail, das war einfach nur Mobbing. Das war kein Fail mehr. Das ist kein Fail. Oh mein Gott, okay. Oh! Ey! Das hat er nicht gemacht! Das hat er nicht gemacht! Die armen Frauen! Ja. Gut. Ich check gerade auch nicht, warum das jetzt ein Fail sein soll, wenn da jetzt jemand mit einem, Leute, der arme Typ. Ey, der arme Typ, ne? Er will doch nur das Rennen fahren. Okay. Yo, der hebt ab. Nein, das macht er nicht ernsthaft, oder? Ey! Alter! Er hat gelernt zu fliegen. Er hat gelernt zu fliegen. Wenn jetzt nochmal was passiert. Was? Was war das? Are you fucking serious? Ja, aber er ist respawned. Was soll... Oh, nee. Nein, der gleiche Typ. Der gleiche Typ. Nein, jetzt kommt der Glitch. Es kommt der Glitch. Oh my God. Jawohl. Mein Lieblingsglitch. Leute, dieser Glitch, ich liebe diesen Glitch. Das ist der allerbeste Glitch in GTA. Aber ja, Freunde, ich würde auf jeden Fall sagen, ich glaube, wir haben auf jeden Fall verloren, Leute. Deswegen, die 10 Euro PSN-Karte wird verlost. Alles, was ihr tun müsst, Leute, folgt mir auf Instagram, Leute. Hier seht ihr es eingeblendet. Hier seht ihr meine ganze Seite, Leute. IDZock, einfach folgen, Freunde. Und unter diesem Kommentar einfach schreiben, wie ihr auf Instagram heißt. Und lasst natürlich auch kostenlos ein Abo da, Freunde, damit ihr mitmachen könnt. Lasst gerne, falls ihr wollt, einen Daumen nach oben da. Müsst ihr nicht tun, aber Leute, falls euch diese Folge gefällt, falls ihr weitere Videos sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da und vergesst natürlich nicht, Freunde, die Glocke zu aktivieren. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Creator Code ID Knight nicht vergessen. Haut rein, Freunde. ID Zock ist raus. Ciao.